Lass uns mal ganz kurz die Lieferung vermachen mit, mit drei Worten. Hallo Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei NeuCMD. Heute geht es um den MBS P1 Plus in ihr Kopfhörer. Der kostet äh, unter 30 Euro. Was es den kann, ob es taugt, das zeigen wir euch heute. Die Farbe in Mint ist etwas gewöhnungsbedürftig. Es gibt noch ein paar andere Farben, die sehen jetzt aber auch irgendwie ein bisschen äh, strange aus. Ist, äh, denke ich mal, reine Geschmackssache, aber zumindest gibt es eine farbliche Vielfalt. Ähm, wir haben, man sieht es ja natürlich dann entsprechend, die TWS-Kopfhörer drin. Das Case selbst. Ähm, ja, ist halt ganz simpel hergestellt, ist kein dickes Kunststoffgleit Das Gleiche gilt letztendlich auch für die Kopfhörer. Für die 24 bis 30 Euro, die verlangt werden, ist es aber in Ordnung, was ich an Materialqualität bekomme. Wie ihr seht, es gibt natürlich diese Ladebox, wo die zwei TWS-Kopfhörer drin äh, eingesetzt werden und aufgeladen werden. Ähm, der hat eine Kapazität von 400 mAh und kann ungefähr nochmal 14 Stunden zusätzliche Laufzeit mit sich bringen. Wird rückseitig allerdings noch per Micro-USB-Kabel beladen. Also nicht ganz so der aktuelle Standard-Typ C wäre das ja dann. Ähm, aber ich denke, das kann man auch verschmerzen. Die Kopplung der Bluetooth-Kopfhörer geschieht per Bluetooth 5.0. Das ist schon mal ein relativ neuer Standard. Sie sind nach IPX4 spritzwassergeschützt. Das heißt, auch für den Sport, bisschen schwitzen und so weiter, funktioniert das. Oder wenn ihr meinetwegen beim Joggen draußen in Regen kommt, dann hilft das auch, dass sie nicht gleich kaputt gehen. Ähm, sonstige Codes werden es nicht unterstützt. Also das heißt, auf AptX und Co. müsst ihr jetzt tatsächlich verzichten. Also die standard Codex werden hier unterstützt. Ähm, macht jetzt aber eigentlich auch in dem Preising Band jetzt keinen großen Unterschied. Was die Laufzeit angeht, kommen wir hier so auf 3,5 bis 45 vier Stunden. Ähm, ich bin tatsächlich auch mal froh, dass es diesmal ein Kopfhörer ist, der ohne Active Noise Cancelling daherkommt, denn der Fokus liegt einfach auf Musik und ich brauche da nicht jetzt rumdippen und switchen und ich bin eh nicht so ein Active Noise Cancelling Fan, von daher einfach nur TWS-In-Ear-Kopfhörer, so wie man das vielleicht braucht. Ganz kurz zum Lieferumfang, Ladekabellicht mit bei, gibt noch ein paar Aufsätze für die Silikontipps, falls wenn der, der aufgesetzt ist äh, vom Werk aus, euch nicht passt, könnt ihr die natürlich nochmal wechseln für den besseren Sitz im Ohr. Ja, weil ich gerade von Sitz im Ohr gesprochen habe, ähm, wenn ich die Kiste öffne und dann rausnehme, kann ich die natürlich dann direkt koppeln. Das geschieht auch automatisch. Ansonsten ist das Einsetzen sehr einfach. Ich stecke mir die einfach nur rein, drücke nochmal so ein bisschen nach und dann sitzen sie schon im Ohr. Hier muss ich aber sagen, sind die Tipps zum Teil ein bisschen kurz. Das heißt, wenn ich die zu weit ins Ohr stecke, fühlt sich dann diese Kante manchmal ein bisschen scharfkantig an. Da muss ich dann immer noch so ein bisschen nachjustieren, dass ich den richtigen äh, Platz finde. Wenn die dann aber richtig drin sitzen, dann schirmt die auch sehr stark ab und von der Umwelt nehme ich dann herzlich wenig mit wahr. So, wenn ich mir dann beide eingesetzt habe, gibt es natürlich auch eine tonale Bestätigung, dass die beide miteinander gekoppelt sind. Ich sehe das natürlich auch auf Smartphone und dann kann ich mit den Touch-Bereichen auch direkt die Musik starten. Ich kann leider aber nicht die Lautstärke zum Beispiel erhöhen. Das geht leider denn nur am gekoppelten Smartphone oder Tablet. Das bedeutet, ich kann zwar hier einen Track überspringen und ähm, auch pausieren oder ein Gespräch annehmen, aber wie gesagt, Lautstärke selbst funktioniert nicht. Da man aber eh meistens dann noch die Musik mit Umswitch oder das Handy in der Hand hat, dann wird man wahrscheinlich da einfach umweichen können und dann ist auch gut. Ähm, ja, ist bei vielen anderen Herstellern auch der Fall. Naja, ist hier auch so. Ja, wichtig ist natürlich auch der Klang. Wie gesagt, wir reden hier von 24 bis 30 Euro, da erwartet man natürlich kein High-End. Das bekommt ihr auch nicht, aber ihr bekommt auf jeden Fall einen ordentlichen Klang. Und vor allen Dingen auch, ja eher Mainstream abgestimmt, einen ziemlich starken Bass. Der ist tatsächlich sehr dominant, aber wer halt eben basslastige Musik hört, meinetwegen Hard-Tech, Techno, vielleicht auch mal den einen oder anderen Metal-Song, ähm, der kriegt richtig was auf die Ohren gedrückt. Natürlich, klar, nicht in den tiefsten Frequenzen, aber vernünftig, so dass man sagt, hey, das macht Spaß. Die Mitten- und Hochtöne sind damit natürlich ein bisschen in den Hintergrund gedrückt sind aber nicht komplett verschwunden. Man versteht normal, was dort gesungen und gespielt wird. Man nimmt auch Hochtöne und kleine Details mit wahr. Das geht schon. Ähm, natürlich nach oben ist immer noch deutlich Luft. Ähm, wenn ich vor allen Dingen die Lautstärke komplett nach oben reiße, dann ist das Defizit mit dem Bass, der, der zu dominant ist, schon wieder ein bisschen weg, weil dann kommen die Hochtöne ein bisschen mehr raus und dann verstehe ich das Ganze auch noch ein bisschen besser. Also mir haben die beim äh, Nutzen jetzt in den letzten 14 Tagen, haben die mir richtig viel Spaß gemacht, weil sie halt eben, ja, ich sag mal, ich habe die Aufgabe, um zum Sport zu fahren, auf dem Fahrrad, beim Sport und da brauche einfach ein bisschen Druck. Das brauche Dynamik und die habe ich da einfach bekommen also ich habe da einfach Druck auf dem Ohr bekommen habe meine Musik verstanden und es hat einfach Spaß gemacht was die Akkulaufzeit angeht wie gesagt dreieinhalb bis vier Stunden kam ich hin weil ich ja nicht immer auf volle Lautstärke ähm, jetzt das ganze genutzt habe und ähm, im Zeitraum selbst muss ich die Box ja auch nicht aufladen also das hat alles gepasst dann sind hier natürlich auch Mikrofone integriert, mit denen ich telefonieren kann. Das hat auch gut funktioniert. Je nachdem, was es für eine Quelle ist, ist die Qualität ein bisschen unterschiedlich. WhatsApp-Call zum Beispiel hat eh eine schlechte Qualität. Da könnt ihr hier auch nichts rausholen. Ich wurde zumindest auf der anderen Seite gut verstanden. Sinn und Zweck und der Soll des Mikrofons wurde erfüllt. Ähm, wie gut das dann im Straßenlärm funktioniert, wenn da quasi Autos vorbeifahren, wenn viel Lärm drumherum los ist, was da rausgefiltert wird, kann ich euch nicht direkt sagen. Dafür ist bei uns hier in der Gegend zu wenig los. Ähm, aber da warte ich jetzt auch nicht zu viel. Zur Not nehme ich halt einfach das Smartphone wieder in die Hand zum Telefonieren. Ich habe es am Anfang schon mal angesprochen. Die Farben sind äh, für meinen Geschmack so la-la. Aber hier steht Ice Cream drauf. Wer Bock auf so eine Farben hat, auch die anderen beiden Farben, die es noch gibt, das ist ein bisschen speziell. Wer sich mit den Farben anfreunden kann und sagt, ich will auch gar nicht viel Geld ausgeben, der wird hier mit Sicherheit auch glücklich sein, weil der Sound, der rauskommt, der ist in Ordnung, das passt, Akkulaufzeit passt auch, Mikrofone sind auch in Ordnung. Ähm, wie gesagt, dass ich die Lautstärke nicht einstellen kann, okay, das ist bei anderen auch so, ist jetzt nichts Neues. Ähm, eine App-Anbindung gibt es leider nicht, um dass ich da vielleicht irgendwas ändern könnte. Das ist dann wieder bei hochpreisigen Modellen der Fall. Hier halten. Nicht. Ihr bekommt aber halt einfach für diese 25 bis 30 Euro, je nachdem, wo das Angebot gerade steht, bekommt ihr halt einfach einen soliden Klang, eine schöne Untermalung und gerade für diejenigen, die für Bass suchen, ist es, denke ich, eine ganz nette Alternative. Ja, plus die Farben halt eben. Ja, ein bisschen Feedback wollen wir natürlich auch einsammeln. Was haltet ihr von günstigen Kopfhörern? Habt ihr da gute Erfahrungen gemacht? Seid ihr speziell auf der Suche nach bestimmten Farben und sagt, ja, das unterstreicht mein Ton? Ähm, ist es was für euch? Oder sagt ihr, nee, ich bleib bei klassisch weiß, klassisch schwarz, so wie die meisten Kopfhörer sind? Oder hey, endlich mal ein bisschen was mit Farbe, was auffällt für einen günstigen Preis mit soliden Klang? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich über euer Feedback. Und ansonsten, ähm, ja, habt ihr vielleicht mit Ambest schon mal einen Kontakt gehabt? Habt ihr auch welche äh, von den Kopfhörern oder so? Schreibt auch gerne mal mit rein. Ich würde gerne da ein bisschen euer Feedback zusammensammeln für mich. Für uns und ansonsten sollte das gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.